Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. Nachdem wir im letzten Video die Grundkonzepte von Objekten in JavaScript kennengelernt haben, wollen wir uns nun zwei Objekte etwas genauer ansehen, die in JavaScript schon vordefiniert sind. Das ist zum einen das Array-Objekt und zum anderen das Document-Objekt. Mit beiden haben wir schon gearbeitet. Wir beginnen zunächst einmal mit dem Array-Objekt. Ich hatte das mit einer Art Karteikasten verglichen, als einem Objekt, in dem man verschiedene Komponenten abspeichern kann, die jeweils einzeln in diesem komplexen Objekt enthalten sind. Ein Array ist also eine Zusammenfassung von mehreren Variablen zu einem einzelnen Objekt, wenn man so möchte. Wir hatten Arrays bislang noch nicht als Objekte bezeichnet, aber tatsächlich ist ein Array genau das, wie wir im letzten Video gesehen haben. Ein Array hat eine Eigenschaft Length, die wir schon häufiger verwendet haben. Sie gibt uns an, wie viele Elemente in diesem Array enthalten sind. Mit dieser Eigenschaft konnten wir arbeiten, sie beispielsweise ausgeben und insbesondere dafür benutzen, dass wir eine Schleife bauen, die das Array von vorne bis hinten durchläuft. Da hatten wir immer diese Phrase, for, Klammer auf, let i gleich 0, Semikolon, i, kleiner Arrayname, Punkt, Length, Semikolon, i++, Klammer zu, mit der wir ein Array durchlaufen konnten, um mit den enthaltenen Elementen irgendetwas zu machen, zum Beispiel sie auszugeben. Werte, die in den Elementen enthalten sind, zu addieren oder einen Mittelwert zu bilden oder was auch immer. Wir hatten außerdem schon einige Methoden kennengelernt, wobei wir auch die bislang nicht als Methoden bezeichnet hatten, sondern als Funktionen. Benutzt hatten wir zum Beispiel die Methode push. Wir wissen, dass wir an push einen Wert übergeben können und dieser Wert an das Ende des Arrays angehängt wird. Bislang haben wir nur Zahlen oder Zeichenketten an dieser Stelle übergeben, aber tatsächlich kann man beliebige Dinge in diesen einzelnen Elementen des Arrays speichern, weil eben jede einzelne Komponente wie eine Variable ist. Und wie wir in einer Variablen auch ein Objekt speichern können, so können wir auch in einer Array-Zelle ein Objekt speichern. Das werden wir noch intensiv nutzen. Es können zum Beispiel auch wieder Arrays in einem Array-Element gespeichert werden oder auch beliebige andere Objekte. Die Methode push erhält also einen Parameter, nämlich den Wert oder das Objekt oder was auch immer wir in das Array einfügen wollen. Die Methode push gibt außerdem auch einen Wert zurück. Das hatte ich bislang verschwiegen. Wenn wir einmal den Code angucken, den wir bislang geschrieben haben, haben wir das nie ausgenutzt. Wir haben nie links von dem push einen Variablennamen oder ein Gleichheitszeichen stehen gehabt, sondern haben den Rückgabewert sozusagen verfallen lassen. Auch das ist zulässig. Wenn wir einen Rückgabewert von einer Funktion bekommen, können wir den einfach ignorieren. Tatsächlich gibt also die Methode push einen Wert zurück, nämlich die neue Länge des Arrays. Wir könnten mit dieser Information nun etwas anfangen, aber häufig interessiert uns das gar nicht und dann ignorieren wir diesen Wert einfach. Das Gegenstück zu push ist die Methode pop, die dafür sorgt, dass ein Element aus dem Array entfernt wird. Wenn wir also ein Array a haben und dann a.pop aufrufen, wird das hinterste Element aus dem Array entfernt, also das letzte Element. Die Methode pop liefert das soeben entfernte Element zurück. Wenn wir ein Element entfernen, wollen wir vielleicht irgendetwas mit diesem Element anfangen und werden es daher in der Regel in einer anderen Variablen speichern, es ausgeben oder was auch immer wir damit vorhaben. Das Array verkleinert sich natürlich dabei um ein Element. Die Eigenschaft Length wird automatisch aktualisiert. Manchmal reicht es uns vielleicht auch, das Element einfach zu entfernen. Dann können wir auch da den Rückgabewert ignorieren. Shift macht etwas ganz Ähnliches, aber am anderen Ende des Arrays. Shift entfernt nicht das letzte, sondern das erste Element aus einem Array, ist aber ansonsten genau das gleiche. Pop und Shift erhalten natürlich keinen Parameter. Wozu sollten sie auch? Denn vor dem Punkt steht ja schon, aus welchem Array etwas entfernt werden soll. Wenn das Array a heißt und wir rufen a.pop auf, heißt das natürlich, dass etwas aus dem Array a entfernt werden soll, und zwar das letzte Element. Mehr müssen wir dann nicht spezifizieren, deshalb erfordert das keinen Parameter. Und für a.shift gilt das ganz entsprechend. Eine weitere Methode, die ich hier vorstellen möchte, ist die Methode indexOf, der man ebenfalls einen Wert übergeben muss. Nehmen wir an, wir hätten in unserem Array ganz viele Namen gespeichert, einfach nur Vornamen, und wir wollen jetzt nachgucken, ob der Vorname Harald irgendwo in diesem Array auftaucht. Dann können wir diese Zeichenkette Harald als Wert an die Methode indexOf übergeben. Nehmen wir an, unser Array hieße Namen, dann würden wir Namen.indexOf, Klammer auf, Anführungszeichen, Harald, Klammer zu, schreiben und würden als Rückgabewert die Position erhalten, an der in diesem Array dieser Name steht, an der 17., der 42. oder wo auch immer. Wenn der Name nicht enthalten ist, würden wir eine minus 1 als Rückgabewert erhalten. IndexOf gibt uns also die Position zurück, an der das Element mit der gesuchten Zeichenkette im Array gefunden wurde, beziehungsweise minus 1, wenn das Element nicht vorhanden ist. Mit Sort können wir ein Array sortieren. Das hatten wir uns im letzten Video schon ganz kurz als kleines Beispiel angeguckt. Dort hatten wir ein Array angelegt und dann sortiert. Die Methode concat sorgt dafür, dass wir an das Array, für das wir die Methode aufrufen, ein weiteres Array anhängen, das wir als Parameter übergeben. Nehmen wir wieder an, unser Array hieße a. Übergeben wir dann ein Array b als Parameter an a.concat, würden alle Elemente aus b an das Array a hinten angefügt werden. Das Array a vergrößert sich also um alle diese Elemente, die in b sind. B selber bleibt natürlich unverändert.
Mit Join können wir dafür sorgen, dass wir aus einem Array eine Zeichenkette machen. Aber nicht, indem wir die Elemente einfach hintereinander klatschen, sondern indem die einzelnen Elemente jeweils durch eine Zeichenkette voneinander getrennt werden. Wir könnten zum Beispiel ein Semikolon als Parameter übergeben. Nehmen wir wieder an, wir hätten einen Array-Namen. Dann könnten wir mit Namen.join, Klammer auf, in Anführungszeichen Semikolon, Klammer zu, alle unsere in dem Array gespeicherten Namen jeweils durch ein Semikolon voneinander getrennt hintereinander schreiben lassen. Zu guter Letzt gibt es noch eine Methode toString. Diese Methode besitzt tatsächlich jedes Objekt. Die gibt es ganz automatisch, so ist das in JavaScript geregelt. Das werden wir uns auch noch ein bisschen genauer angucken, weil das sehr praktisch sein wird, aber darum kümmern wir uns in erster Linie im übernächsten Video. An dieser Stelle soll es reichen, wenn wir wissen, dass toString, ähnlich wie das join, eine Zeichenkette aus dem Array macht. Wie genau diese Zeichenkette aussieht, ist von Objekt zu Objekt unterschiedlich und werden wir für unsere eigenen Objekte selber definieren. Für Arrays ist die Methode so definiert, dass sie zwischen die einzelnen Elemente immer ein Komma, gefolgt von einem Leerzeichen, schreibt. An toString können wir keine Parameter übergeben. Die Methode liefert als Rückgabewert die Zeichenkette zurück. So eine Übersicht, wie sie hier jetzt auf dieser Folie steht, ist für das schnelle Nachschlagen schon etwas unübersichtlich, vor allem wenn Objekte wie auch das Array noch viel mehr Methoden als die hier erwähnten haben und vielleicht ein bisschen zu geschwätzig. Hier steht natürlich jetzt schön beschrieben, was die Methoden alle machen und manchmal braucht man diese oder sogar noch ausführlichere Informationen, die man dann auf den schon empfohlenen Webseiten zu JavaScript findet. Manchmal braucht man aber auch nur einen schnellen Überblick, welche Eigenschaften ein Objekt besitzt, welche Methoden es besitzt und welche Parameter und Rückgabewerte die Methoden benötigen bzw. liefern. Dafür verwendet man oft ein solches Klassendiagramm, wie ich es hier aufgemalt habe. Es gibt verschiedene Arten, solche Diagramme aufzuschreiben, und das ist eine ganz einfache Version. Ganz oben auf dem blauen Balken steht erst einmal, wie unser Objekt heißt, Array nämlich. Darunter stehen in dem oberen Block die Eigenschaften, die dieses Objekt besitzt, und darunter die Methoden, die dieses Objekt besitzt. Ich sollte noch vorwarnen, ich habe hier nur eine kleine Auswahl von Eigenschaften und Methoden angeführt. In Wirklichkeit besitzt das Array noch einiges mehr als das, was wir hier sehen. Hier sehen wir jetzt relativ schnell, dass Length eine Zahl ist. In JavaScript wird nicht näher spezifiziert, was für eine Art von Zahl das ist, genauso wie auch unten bei den Elementen. Das ist alles so ein bisschen schwammig, was da steht, aber für die meisten Zwecke, die wir verfolgen, reicht es aus, wenn wir diese Informationen so vorliegen haben. Für genauere Informationen muss man dann in ein Nachschlagewerk für JavaScript gucken, aber das brauchen wir an dieser Stelle, im Augenblick jedenfalls, nicht. Außerdem haben wir jetzt noch einmal die ganzen Methoden kurz und knapp aufgeführt. Push, Pop, Shift, Index of Concat, Join und toString. Das waren die Methoden, die ich eben auf der Folie vorgestellt hatte. Wir sehen hier relativ schnell, welche Parameter die Methoden erwarten. Wo einfach nur die leeren runden Klammern stehen, muss oder kann kein Parameter übergeben werden. Wo ein Wert steht, ist es normalerweise ein Element irgendeiner Art, kann aber auch eine Zahl oder eine Zeichenkette sein oder etwas beliebiges anderes, zum Beispiel auch ein Objekt. Wenn hinter dem Doppelpunkt etwas steht, ist dies der Rückgabewert. Dann steht dort Number, heißt das, dass eine Zahl zurückgegeben wird. Push erwartet also, wie eben schon beschrieben, als Parameter einen Wert. Wie gesagt, das kann irgendetwas sein und ist daher hier so allgemein formuliert und gibt eine Zahl zurück. Wir sehen, dass alle Methoden, die wir gerade gesehen haben, etwas zurückgeben. Auch Sort beispielsweise gibt ein Array zurück, nämlich das sortierte Array. Aber tatsächlich sortiert es auch das Array, für das wir die Methode aufrufen. Da ist es irgendwie ein bisschen überflüssig, dass sie auch noch einen Rückgabewert liefert, aber so ist das in JavaScript umgesetzt. Schauen wir uns die vorletzte Methode noch einmal ganz kurz an. Da steht also, dass an Join auch eine Zeichenkette übergeben wird, also etwas, das in Anführungszeichen stehen muss und wiederum eine Zeichenkette zurückliefert. Ihr seht, dass ich hier immer unterschieden habe. Wo der Parameter in den Klammern steht, steht nicht der Typ, sondern im Grunde genommen ein Variablenname, deshalb ist der immer klein geschrieben. Was hinten als Rückgabewert steht, ist immer der Typ der Rückgabe. Array dort deshalb auch groß geschrieben, denn wie wir gelernt haben, wird die Klasse Array immer mit einem großen ersten Buchstaben geschrieben. Die Klasse String für Zeichenkette ebenso, denn auch Zeichenketten sind tatsächlich Objekte in JavaScript. Die Klasse habe ich hier deswegen auch groß geschrieben. Der Rückgabewert ist vom Typ String. JavaScript ist nicht so richtig typfest, deshalb ist das alles ein bisschen schwammig hier, aber im Großen und Ganzen kann man sich ganz gut damit zurechtfinden, glaube ich. Das zweite Objekt, das ich hier noch kurz vorstellen möchte, ist das Document-Objekt. Wie im letzten Video erläutert, hat dieses die Besonderheit, dass wir es in der Regel nicht instanzieren müssen, weil das aktuelle Objekt bereits existiert. Wir produzieren ja mit HTML schon unser Dokument, in dem dann unser JavaScript-Code läuft. Daher steht uns immer automatisch ein Objekt namens Document, dann kleingeschrieben, innerhalb unseres JavaScript-Codes zur Verfügung, sofern wir JavaScript innerhalb von Webseiten schreiben, was wir hier üblicherweise tun. Auch das Document-Objekt hat verschiedene Eigenschaften. Eine Eigenschaft ist URL. Dies ist einfach die Adresse des Dokuments.
Images ist ein Array, also eine komplexe Eigenschaft. Eigenschaften können selber auch wiederum komplex sein, in diesem Fall ein Array. Und dieses Array enthält sogar wiederum Objekte, nämlich Image-Objekte. Bilder sind nämlich auch Objekte in JavaScript, mit denen wir uns nur bislang noch nicht beschäftigt haben. Forms ist noch so eine weitere Eigenschaft, in der Formulare enthalten sind. Man kann in HTML Formulare auf Webseiten haben, die haben wir noch nicht kennengelernt. Sie werden uns aber schon bald begegnen, weshalb ich sie hier schon einmal vorsichtshalber mit auf die Folie gesetzt habe. Wir haben also auch ein Array von Formularobjekten. Methoden gibt es natürlich auch. Die erste Methode haben wir schon kennengelernt, das ist die Methode Write. Diese schreibt eine Zeichenkette in das Dokument hinein. Das haben wir schon mehrfach genutzt, um Ausgaben in ein HTML-Dokument vorzunehmen. Die Ausgabe wird immer an die Stelle geschrieben, wo wir uns gerade befinden. Das heißt, wenn wir davor schon HTML-Texte stehen hatten, zum Beispiel ein Head-Tag, ein Body-Tag, vielleicht auch schon eine Überschrift, konnten wir einfach weiteren HTML-Text an diese Stelle schreiben. Deshalb steht hier auch als Beschreibung, dass die Methode den übergebenen Wert als Zeichenkette an das Dokument anfügt, an der Stelle, wo das Skript gerade ausgeführt wird. Zwei weitere Methoden, die ich ganz kurz gleich noch zeigen möchte, sind getElements by TagName und getElement by ID. Auch denen können wir jeweils eine Zeichenkette übergeben. Das erste liefert als Rückgabewert wieder ein Array, genauer gesagt ein Array von HTML-Elementen, noch genauer gesagt von allen HTML-Elementen in dem Dokument, die das entsprechende Tag besitzen. Übergeben wir also an getElements by TagName eine Zeichenkette wie beispielsweise H1, werden alle H1-Elemente zurückgeliefert, die sich in unserem Dokument befinden. Übergeben wir P, werden alle Absatzelemente zurückgeliefert. Wie diese Elemente dann konkret aussehen, gucken wir uns noch zu einem späteren Zeitpunkt an. Das braucht uns im Moment noch nicht zu interessieren. Wir wissen erst einmal nur, dass wir diese Elemente auf irgendeine Art und Weise bekommen. Ihr seht ja auch diese Schreibweise, die ich schon früher als Camel Case bezeichnet habe, mit den Großbuchstaben zwischendrin, get elements by tag name, mit dem großen E, dem großen B, dem großen T, dem großen N. Stellt euch einmal vor, das wäre komplett klein geschrieben, dann wäre das ganz entsetzlich schlecht lesbar, get elements by tag name. So aber erkennt man die Wortstruktur sehr gut, indem jeder Wortanfang groß geschrieben wird. Get elements by tag name ist so eigentlich sehr gut lesbar. Leerzeichen dürfen wir in Eigenschafts- oder Methodennamen genauso wenig verwenden wie in einem Variablen- oder Funktionsnamen. Deshalb muss man sich da etwas anderes ausdenken. Man kann das mit Unterstrichen oder Bindestrichen machen, aber eingebürgert hat sich diese Camel-Case-Schreibweise, die so in JavaScript auch im Standard umgesetzt ist. Wir sollten die nach Möglichkeit auch selber verwenden. Man sieht hier außerdem noch, dass es oft auf Kleinigkeiten ankommt. Die letzte Methode auf der Folie hier heißt nämlich getElementById. Da steht kein S hinter dem Element. Natürlich ist das wieder einmal nur Konvention und die Methoden könnten auch Hinz und Kunz heißen, aber man hat sie so genannt, weil man allein anhand des Namens recht gut erkennen kann, was die Methode macht. Und man hat ganz bewusst auch dieses S hier hinter Element by getElements by TagName eingesetzt, weil man eben anzeigen möchte, dass hier nicht ein Element zurückgegeben wird, sondern mehrere, nämlich ein Array. Im Gegensatz dazu, die Methode getElementById, da steht kein S drin. Und das ist ein Indikator dafür, dass hier kein Array zurückkommt, sondern wirklich nur ein einzelnes Element. IDs hatten wir schon kennengelernt, als wir uns mit HTML beschäftigt hatten. Wir konnten hier zum Beispiel einer Überschrift oder einem Absatz die ID-Einleitung mitgeben. Wir mussten als ID immer einen eindeutigen Bezeichner verwenden. Dieser Bezeichner durfte also nur an einem einzigen Element im gesamten HTML-Dokument stehen. Das ist genau der Grund, warum wir, wenn wir über eine ID zugreifen, tatsächlich auch nur ein einziges Element erhalten, nämlich genau das mit der entsprechenden ID versehene Element. Das gucken wir uns jetzt noch einmal ganz kurz an einem Beispiel an. Dazu habe ich hier noch einmal ein HTML-Dokument herausgekramt, das wir uns neulich schon angeguckt hatten. Dieses Dokument enthielt eine Reihe von Bildern und dort habe ich jetzt hier unten ein Skript angefügt und dieses Skript macht Folgendes. Zunächst deklarieren wir eine Variable. Und in dieser Variablen speichern wir einfach mal den Wert der Eigenschaft URL. Document.url, hier werden alle drei Buchstaben groß geschrieben, das ist wichtig, liefert uns ja, wie wir eben schon gehört haben, die Adresse dieses Dokuments. Und wenn ich diese Seite lade, also dieses Programm ausführe, dann sehen wir, dass hier unten nun die Adresse der Seite steht. Wir haben also hier den kompletten Pfad der Datei, so wie er auch in der Adresszeile des Browsers oben steht. Wir können also mit einem Programm die Adresse der Seite ermitteln. Das kann manchmal praktisch sein, auch wenn einen das oft nicht interessiert. Schauen wir uns ein paar interessantere Dinge an. Wir können beispielsweise auch auf die Eigenschaft Images eines Dokuments oder des Dokumentobjekts zugreifen. Document.images, so hatte ich eben gesagt, liefert uns ein Array zurück, in dem sich Image-Objekte befinden. Wie diese Image-Objekte aussehen, wollen wir uns im Moment noch gar nicht angucken. Aber wir wissen ja bereits, dass wir von einem Array zum Beispiel abfragen können, wie viele Elemente es enthält. Dazu greifen wir auf die Eigenschaft Length des Arrays zurück. Und genau das machen wir hier. Wir fragen ja einfach ab, wie lang dieses Array ist und speichern diesen Wert wieder in der Variablen Result.
Wir könnten den Wert auch direkt ausgeben, aber wir speichern hier alles immer in einer Variablen, die wir dann ausgeben. Mit DocumentWrite geben wir hier dann aus, dass die Anzahl der Bilder in diesem Fall 6 ist. Und wenn wir die Bilder auf der Seite durchzählen, sehen wir, dass es auch tatsächlich 6 Bilder sind. Und genau das steht dann auch hier unten. Beachtenswert ist hier noch, dass wir einen recht komplexen Ausdruck bilden können, der gleich mehrere Punktoperatoren enthält. Document.images ist ja wie gesagt ein Array und jedes Array hat, das hatten wir ja neulich schon gelernt, eine Eigenschaft Length. Mit Document.images.length erhalten wir also die Länge der Images-Eigenschaft unseres Dokuments. Wir können aber nicht nur auf Eigenschaften von Eigenschaften zugreifen, sondern auch auf Eigenschaften von Rückgabewerten von Methoden. Dazu müssen wir natürlich wissen, was für einen Rückgabewert eine Methode besitzt. Ich hatte eben schon erwähnt, dass die Methode DocumentGetElementsByTagName des Document-Objekts ebenfalls ein Array zurückliefert. Und damit können wir dann auch auf dessen Eigenschaft Length zugreifen. Das sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber man kann sich daran gewöhnen. Mit DocumentGetElementsByTagName in Klammern und Anführungszeichen A erhalten wir also ein Array mit allen Elementen vom Typ A, also alle Anker, die in unserem Dokument enthalten sind. Wir können noch einmal in den Quelltext unseres Dokuments schauen und sehen, dass wir hier auch 6 Anker haben, 6 Links, die auf andere Seiten verweisen. Und tatsächlich enthält die Eigenschaft Length für dieses Array, dass der Aufruf von DocumentGetElementsByTagName A zurückgibt, den Wert 6. Zu guter Letzt sehen wir hier noch die Methode DocumentGetElementById. Ich habe oben an einer Stelle in die Überschrift einmal eine ID eingebaut, nämlich in die Überschrift erster Kategorie H1 ID gleich Headline. Wenn wir nun also DocumentGetElementById aufrufen und dabei als Parameter gerade diese Zeichenkette Headline übergeben, wird genau dieses eine Element herausgesucht. Da eine ID immer eindeutig sein muss, kann es nur ein solches Element geben. Nun müssen wir in einem Nachschlagewerk für JavaScript nachgucken, was wir da als Rückgabewert erhalten. Ich hatte eben schon gesagt, dass es sich dabei um ein HTML-Element handelt, aber das solltet ihr mir nicht einfach so glauben, sondern einmal selber nachschauen. HTML-Elemente sind wieder vordefinierte Objekte in JavaScript, und zwar welche, die wir uns bislang noch nicht angeguckt haben. Hier verrate ich nur eine einzige Eigenschaft, die diese Dinger besitzen, nämlich die Eigenschaft innerHTML. Beachtet wieder genau die Schreibweise mit Groß- und Kleinbuchstaben. Mit dieser Eigenschaft können wir uns angucken, was da als HTML-Quelltext im Inneren dieses Elements steht, was also der Inhalt des Elements ist. Als wir über HTML gesprochen haben, hatten wir schon gelernt, dass der Inhalt eines Elements das ist, was zwischen dem öffnenden und dem schließenden Tag steht. Der Rückgabewert dieser Methode ist also ein HTML-Element und von dem wiederum können wir eine Eigenschaft betrachten. Die können wir wieder wie eben einfach direkt mit dem Punkt hinten anhängen. Wenn wir uns diesen Ausdruck jetzt noch einmal genauer angucken, steht hier zunächst einmal, dass wir uns das Dokument vornehmen wollen, kleingeschrieben das Wort Document. Das ist das aktuelle Dokument, in dem wir uns befinden. Wir rufen von diesem Objekt, von diesem Dokument nun die Methode getElementById auf, der wir als Zeichenkette die ID übergeben, an der wir interessiert sind. Diese Methode liefert uns ein Objekt zurück. Auf ein Objekt können wir mit dem Punktoperator zugreifen und können uns so Eigenschaften dieses Objekts angucken und auch verändern, sowie Methoden dieses Objekts aufrufen. Um was für eine Art von Objekt es sich handelt, müssen wir nachschlagen. Hier also herausfinden, welche Art von Objekt die Methode getElementById zurückgibt und dann für das entsprechende Objekt nachschlagen, über welche Eigenschaften und Methoden dieses verfügt. Hier gucken wir uns also von dem im Dokument enthaltenen Element, das die ID Headline trägt, den Inhalt des HTML-Elements an. Erhalten also genau den Quelltext, der in diesem Element steht. Und genau das sehen wir im Browserfenster. Hier steht genau der Text, den wir im Quelltext zwischen dem öffnenden und dem schließenden Tag dieses Elements sehen. Wir können also recht komplexe Ausdrücke bilden, mit denen wir von JavaScript aus letztlich auf jedes einzelne Element unseres Dokuments zugreifen können. Damit erhalten wir sehr viele Manipulationsmöglichkeiten, die wir noch intensiv nutzen werden, um damit alles Mögliche zu gestalten. Damit möchte ich noch kurz zum Klassendiagramm für das Document-Objekt kommen. Auch hier wieder die Vorwarnung, dass dies nur ein winziger Bruchteil von dem ist, was Document alles an Eigenschaften und Methoden besitzt. URL, die Adresse, ist also eine Zeichenkette. Images und Forms sind jeweils Arrays, letzteres haben wir uns noch nicht angeguckt. Write erhält als Parameter eine Zeichenkette und liefert keinen Rückgabewert, deshalb steht dort kein Doppelpunkt hinter den Klammern. GetElementsByTagName und GetElementsById erhalten ebenfalls jeweils eine Zeichenkette als Parameter. Die erstgenannte Methode liefert, wie der Name es mit dem S darin schon andeutet, ein Array zurück. Die letztgenannte Methode liefert ein HTML-Element zurück. Wie die Parameter aussehen, also welche Parameter im Einzelnen übergeben werden können, welche Rückgabewerte die Methoden liefern, alles das muss man in einem Nachschlagewerk nachgucken oder erfährt es hier aus der Vorlesung. Damit haben wir uns zwei in JavaScript vordefinierte Objekte bzw. Klassen angesehen. Es gibt noch viele, viele mehr.
Wir werden, wie gesagt, immer wieder in die Referenzwerke hineingucken müssen, wenn wir uns für weitere Objekte interessieren. Wir werden aber natürlich alles, was für diese Vorlesung wichtig ist, im Rahmen dieser Videos, der Vorlesungssessions und der Übungen kennenlernen, sodass ihr euch kein umfangreiches JavaScript-Buch zulegen müsst und auch keine umfangreiche Internetrecherche machen müsst. Wenn ihr irgendwann später einmal weiter an solchen Dingen arbeiten wollt, wenn ihr eigene Programme schreiben wollt, könnt ihr dann entsprechend in den Nachschlagewerken nachgucken. Was hat denn so ein Objekt eigentlich alles an Methoden? Was kann ich denn da machen? Und da werdet ihr feststellen, dass man eine ganze Menge machen kann. Sonst wäre so etwas wie zum Beispiel das Panda-System, das wir benutzen, überhaupt nicht denkbar. Das nutzt alle diese Dinge, die wir hier gerade besprochen haben und noch viele mehr sehr intensiv. Damit soll es das für dieses Video gewesen sein. Im nächsten Video wird es dann darum gehen, wie man selber eigene Klassen schreibt, eigene Objekte entwirft, um die dann in eigenen Programmen nutzen zu können. Das machen wir zunächst an einem sehr einfachen Beispiel und danach schauen wir uns noch ein etwas ausführlicheres Beispiel an. Tschüss, bis zum nächsten Video.